Sei dir darüber bewusst, dass du eine wertvolle Expertise besitzt. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video möchte ich einige selbstständige Unternehmer, besser gesagt Coaches, Trainer, Berater oder Dienstleister am Herzen legen, dass du selber weißt, wie wichtig deine wertvolle Expertise ist. Vor einer Woche, vor 10 Tagen, habe ich auf Social Media, vor allem auf Facebook und Instagram, einen Beitrag veröffentlicht, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich gesagt habe, sei dir bewusst als Coach, Trainer, Berater, wie wichtig deine wertvolle Expertise ist. Und darüber hinaus habe ich einige Privatnachrichten erhalten, wo sich ein oder andere bei mir bedankt hat, ja, sich motiviert oder inspiriert von dem Beitrag gefühlt haben, dass ich gesagt habe, ey, ich will das auch das Ganze jetzt im Video mit euch teilen, weil einige mich auch dazu motiviert hatten, diesbezüglich zu reden. Und ich glaube, das ist einige selbstständige Unternehmer gar nicht bewusst, vor allem auch das Thema, dass du wirklich eine wertvolle Expertise besitzt. Ja, Hand auf Herz, wenn du dir jetzt vorstellst, in den letzten Jahren, in den letzten Wochen, letzten Monaten, wie oft du in dich investiert hast, wie oft du irgendwelche Coaching-Ausbildungen absolviert hast, wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel Energie du in dich investiert hast, um heute da zu sein, wo du gerade bist. Und manchmal ist es so, dass wir das Gefühl manchmal entwickeln, dass das, was wir wissen, diese wertvolle Expertise, die wir haben, Standard ist. Warum? Weil du dich in den letzten Wochen, Monaten oder Jahre die ganze Zeit mit dir selbst beschäftigst. Ja, und irgendwann wird diese Expertise, die du hast, irgendwann zur Normalität in deinem Leben und es wird zu Standard in deinem Leben. Und dann gehst du davon aus, dass das, was du heute besitzt, normal ist. Und mir ist es wichtig, dass du diese Felsen, feste Glaube an dich entwickelst, dass du dir intrinsisch auch das Gefühl gibst, das, was ich kann, das, was ich besitze, das, was ich an Gabe und an Information oder Transformation in mir habe, dass es wertvoll ist. Und deswegen kann ich es überhaupt nicht verstehen und ich kann es überhaupt nicht sehen, dass Coaches und Experten auf Tagesbasis oder Stundenbasis arbeiten. Das kann ich nicht verstehen. Ja? Und vor allem auch, dass dein Stundensatz zwischen 60 oder 100 Euro liegt. Ich weiß nicht, was in der Vergangenheit mit dir passiert ist. Ich weiß nicht, warum du diesen Glaubenssatz, diesen Referenzwert entwickelt hast, dass du deine wertvolle Expertise, diese wertvolle Wissen, die du dir in den letzten Jahren angeeignet hast, zwischen 50 oder 100 oder vielleicht auch 150 Euro nach außen kommunizierst oder besser gesagt verkaufst deine Dienstleistung oder deine Wissen. Schau dir erfolgreiche Unternehmer an. Schau dir erfolgreiche Rechtsanwälte an oder Ärzte an oder Professoren, die eine bestimmte Expertise sich angeeignet haben. Du glaubst doch nicht, dass ein Arzt, dass ein Rechtsanwalt oder ein Mensch, der wirklich eine wertvolle Expertise besetzt, und ein bestimmtes Problem in einer bestimmten Branche, in einer bestimmten Nische löst, dass er für 50 oder bis 100 Euro seine Wissen nach außen verkauft oder kommuniziert. Und das ist mir wichtig, dass du mit dem Video heute dir selber eine Versprechen gibst, und vor allem die Bereitschaft und das Commitment in dir hast, zu sagen, nein, es reicht, es reicht, ich werde nicht mehr ab heute meine Wissen in Bereich Tagesbasis oder Stundenbasis nach außen kommunizieren oder verkaufen. Also ich weiß nicht, wie du auf diese Mindset, auf diese Mentalität oder Grundeinstellung gekommen bist, dass du diese wertvolle Expertise, was du wirklich in den letzten Jahren aufgebaut hast oder für dich manifestiert hast und so viel Energie, so viel Zeit in dich investiert hast, dass du das unter Wert nach außen verkaufst. Und das ist ein No-Go. Viele Selbstständige, viele Unternehmer haben das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich weiß es nicht, ob ein Interessent wirklich meine Dienstleistung für 2, 3 oder 5.000 Euro kauft. Ja, das ist, bin ich gut genug? Das Thema Selbstbewusstsein, das Thema Selbstliebe, Selbstwert auch zu dir selbst. Kann auch sein, dass du vielleicht in der Vergangenheit ein oder andere Erfahrungen gemacht hast, wo ein oder andere Interessenten zu dir gesagt haben, oh, du bist mir zu teuer, oh, ich gehe lieber woanders, ah, das geht nicht. Und deswegen hast du irgendwann das Gefühl bekommen, okay, ich verkaufe meine wertvolle Expertise unter Wert. Genauso wie andere Coaches, Trainer, Berater, die da draußen auf Tagesbasis oder Stundenbasis arbeiten, hast du dich in diese Masse selber dich hineingeführt, dass du sagst, okay, dann bin ich ja wie die anderen Coaches, Trainer, Berater, also meine Wissen ist genauso wie die anderen und deswegen verkaufe ich meine Wissen unter diesem Preis oder für den Wert. Und aus dieser
Konzeption, aus dieser Mentalität, aus dieser Grundeinstellung musst du schnellstmöglich raus, ja, dass du dir bewusst machst, dass da draußen Interessenten oder Menschen geben, egal ob im Bereich B2C oder B2B, dass sie zwischen 2.000 bis 5.000 Euro in dich investieren wollen. Sie brauchen deine Unterstützung, sie brauchen deine wertvolle Expertise, sie brauchen dich, ja, dass sie von A nach B kommen. Und ich glaube, viele Selbstständige und Unternehmer fehlt es auch eine ganz klare individuelle Strategie. Sie wissen gar nicht, wie sie an diese Premium-Kunden oder vor allem an kaufkräftige oder zahlungskräftige Interessenten rankommen kann. Das ist denen leider nicht bewusst. Deswegen verkaufen sie ihre Wissen, ihre wertvolle Gaben oder das, was sie in den letzten Jahren gelernt haben, einfach unter Wert, weil sie ganz genau wissen, okay, da draußen gibt es auch ein oder andere Coaches, Trainer, Berater, die auch sich unter Wert verkaufen, also mache ich das auch. Und das ist elementar wichtig, dass du für dich das Ganze verinnerlichst, dass du für dich die Frage stellst und sagst, warte mal, ist es wirklich so, dass ich mein Wissen nach außen unter Wert verkaufe oder fehlt es mir an individuelle oder passende Strategie, die ich nicht habe, um nach außen mich als Selbstständiger oder Unternehmer zu vermarkten? Und das ist elementar wichtig, dass du das für dich verinnerlichst, verstehst, auch mal dir die richtigen Fragen stellst. Weil kann sein, dass du in der Vergangenheit ein oder andere Dinge gemacht hast und das hat dazu geführt, dass du nicht erfolgreich warst, dass du vielleicht nicht in der Lage warst, deine wertvolle Wissen, die du hast, nach außen hochpreisig zu verkaufen. Ja? Und da ist es nicht, dass es nicht geht, sondern du musst einfach für dich die Frage stellen, gibt es da draußen Menschen in meinen Positionen oder das Wissen, was du hast, ob sie wirklich nach außen gehen und ihre Wissen für hochpreisig nach außen vermarkten. Also stell dir auch ab und zu mal die richtigen Fragen und manchmal darfst du sogar deine eigene Identität, deine eigenen Glaubenssätze sogar in Frage stellen, also hinterfragen. Ist es wirklich eine Ist-Situation oder ist es eine Interpretation von meinen eigenen Gedanken, die du vielleicht hast? Ja, und das ist elementar wichtig und deswegen brauchst du eine passende Strategie. Du musst auch die felsenfeste Glaube daran haben, dass dein Publikum da draußen wirklich dich braucht. Die Welt da draußen braucht dich. Ja, die Welt da draußen braucht dich. Deine Kunden brauchen dich. Ja, und das ist mir wichtig, dass du mir diese Glaube gibst, weil sobald du diese Glaube hast, dass du deine Wissen nach außen hochpreisig zwischen 2.000 bis 5.000 Euro vermarkten kannst, verkaufen kannst, entsteht in dir Potenzial. Das heißt, in dem Moment, wo du Glaube hast, dass du felsenfest daran glaubst, dass du in der Lage bist, du bist gut genug, dass du Gaben hast, dass du wirklich Menschen von A nach B bringen kannst, egal ob in B2C, egal ob in B2B-Branche, entsteht in dir das Potenzial. Und dieses Potenzial, die wir haben und jeder Mensch hat, unbegrenztes Potenzial an Möglichkeiten, um wirklich nach vorne zu kommen. Und dann steht durch ein Potenzial das Thema Umsetzen. Also du brauchst eine Strategie, du brauchst einen Weg, ja, du musst ins Handeln kommen, du musst Momentum aufbauen, ja, du musst wirklich Dinge umsetzen. Deswegen sagen wir auch, Umsatz kommt von Umsetzen. Also du musst auch ein oder andere Dinge für dich umsetzen, um einen bestimmten Ergebnis dann zu erreichen. Das heißt, Glaube, Potenzial gleich umsetzen, entsteht das Ergebnis. Und das Ergebnis gibt dir das Gefühl, wow, es ist möglich, ich kann es schaffen, ich kann wirklich hochpreisig verkaufen. Das heißt, deine Glaube wird in dir noch mehr verstärkt. Ja? Das ist genauso, wenn du Beispiel ins Gym gehst, das heißt ein Fitnessstudio, und du hast diese 100-prozentige Glaube, dass du, ja, Beispiel 10 oder 20 Kilo abnehmen kannst, dann entsteht in dir das Potenzial, dann setzt du um, dann trainierst du, ja, achtest auf deine Ernährung, gehst zweimal, dreimal oder viermal in der Woche ins Gym, du tust Dinge, arbeitest eventuell hart, ja, du arbeitest in deinem Mindset und dann siehst du Ergebnisse. Und wenn du Ergebnisse siehst, entsteht deine Glaube, wird noch verstärkt, ja, und somit entsteht bei dir eine Aufwärtsspirale. Und diese Aufwärtsspirale ist elementar wichtig, dass du in der Fülle bist, indem du nicht aus Mangel agierst, sondern aus der Fülle. Oder wir Menschen haben eine Abwärtsspirale. Kann sein, dass du in der Vergangenheit ein oder andere Erfahrungswerte gemacht hast, vielleicht ein oder andere Glaubenssätze hattest oder Begegnungen mit Menschen hattest. Und das hat dazu geführt, dass du heute in einem Abwärtsspirale unterwegs bist. Und das ist mir elementar wichtig,
Bitte beherzige das, was ich dir mitgebe. Sei dir selbstbewusst, dass du eine wertvolle Expertise besitzt. Du musst felsenfest daran glauben, dass auch Menschen deine Unterstützung brauchen. Und das ist so wichtig. Also sei dir wirklich bewusst, dass da draußen, egal ob im B2C oder B2B-Markt, Menschen deine Unterstützung brauchen. Und dann eine klare individuelle Strategie zu entwickeln und damit rauszugehen und Menschen zu überzeugen, deine wertvolle Expertise wirklich auch hochpreisig zu kaufen. Und das war elementar wichtig. Also mach dir das Ganze bewusst, wie wichtig das Thema Mindset ist, weil ich sage immer wieder, alles steht und fällt mit deinem Mindset. Und wenn du diese Mindset, diese Glaube, diese felsenfeste Glaube nicht hast, dann kann kein Potenzial entstehen. Und wenn da kein Potenzial entsteht, entsteht auch keine Umsetzung. Und wenn da keine Umsetzung stattfindet, findet auch kein Ergebnis. Und ich glaube, das ist dir klar, dass du dann irgendwann in einem coolen, mega guten Energiezustand unterwegs bist und langfristig auch dieser Menschen ja auch anziehen kannst. Das heißt, du hast eine bestimmte Energiefrequenz, das heißt, du hast eine gewisse Schwingung, die du nach außen, ja, sendest, das klingt vielleicht ein bisschen jetzt spirituell oder esoterisch, aber es gibt gewisse universelle Lebensgesetze. Daran glaube ich auch, dass diese Dinge für uns sind. Und das ist wichtig, dass du dich in einem sehr guten Zustand bringst, energetischen Zustand bringst, dass du diese Glaube hast und weißt, ja, ich kann es schaffen. Und vor allem auch, dass du eine wertvolle Expertise besitzt. Und wenn du jetzt vielleicht das Gefühl hast und sagst, hey, es fehlt mir wirklich an passende oder individuelle Strategie, dann hast du die Möglichkeit, dich bei uns zu bewerben. Geh auf www.joranchesnut.de, melde dich für ein kostenloses Erstgespräch an und dann schauen wir gemeinsam an, ja, wie wir für dich passende und eine individuelle Strategie entwickeln können, dass du wirklich mit deiner wertvollen Expertise auch das Thema Selbstvermarktung lernst, dass du damit rausgehst und vor allem auch die richtige, ja, Publikum auf dich aufmerksam machst. Und das sind Publikum, zahlungskräftige und Premiumkunden, die auch in der Lage sind, dir, sage ich mal, fürstlich zu bezahlen. Und diese Leute kann man auf jeden Fall erreichen. Ich habe es in der Vergangenheit bei über 800 Coaches, Trainer, Berater das Ganze umgesetzt und ich weiß, dass es möglich ist. Und das war mir wichtig, dass du das Ganze für dich, ja, verstehst, manifestierst und vor allem auch diese mentale Bewegung hast, dass die Welt da draußen, vor allem die Menschen, deine wertvolle Expertise brauchen, aber wichtig ist es, dass du 100% daran glaubst, weil so kann es funktionieren.